Die Nachricht hat viele überrascht, der Grund ist ernst. Tennisprofi Naomi Osaka hat ihre Teilnahme an den French Open abgesagt. Sie erklärte, dass sie seit fast 3 Jahren an Depressionen leide. Sie könne sich der Medienarbeit nach den Spielen nicht stellen und wolle sich generell eine Auszeit vom Tennis nehmen, teilte die mehrfache Grand-Slam-Siegerin am Montag mit. Ihre Entscheidung kam einen Tag, nachdem sie mit einer Geldstrafe von $15.000 belegt wurde, weil sie nach ihrem Erstrundenmatch keine Pressekonferenz gegeben hatte. Von Fans und Sportkollegen erhielt die Japanerin viel Unterstützung, darunter Weltstars wie Venus Williams und Martina Navratilova. In Japan waren viele von der Nachricht überrascht. Sie steht unter großem Druck, mehr als wir uns vorstellen können. Sie war noch sehr jung, als sie schon ganz oben war. Ich glaube, wir können uns gar nicht richtig vorstellen, was sie gerade durchmacht. Ich war schon verwundert über den Rückzug, aber eine gute mentale Gesundheit ist das Wichtigste für Athleten. Sie hat bis jetzt keine Gelegenheit gehabt, Pause zu machen. Ich hoffe, dass sie sich nun ausruhen und gesund werden kann. Sie hat viel zu tragen, nicht nur durch sich selbst, sondern auch von Sponsoren, Medien und Fans. Sie hat eine große Last auf ihren Schultern, aber das ist die Verantwortung, mit der Topspieler umgehen müssen. Der französische Tennisverband, Organisator der French Open, nannte Osakas Rückzug unglücklich.